Bashar, 2 Jahre nach der Enthüllung der Überwachung, was ist Ihr Resümee, was wir jetzt tun müssen? Also ich denke, jetzt ist tatsächlich gesetzgeberischer Handlungsbedarf gegeben in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene. Wir brauchen klare Grenzen für die geheimdienstliche Überwachung und wir brauchen auch sehr viel mehr Transparenz auf diesem Gebiet. Und last but not least brauchen wir eine sehr viel schärfere und effektivere Geheimdienstaufsicht. Unsere bisherigen Kontrollstrukturen sind offensichtlich nicht in der Lage gewesen, auch Grenzüberschreitungen zu verhindern oder auch nur zu erkennen. Und da schließe ich sogar die Datenschutzbehörden mit ein. Wir brauchen da tatsächlich eine Neuaufstellung, gerade wenn es darum geht, solche verdeckten Aktivitäten tatsächlich transparent zu gestalten und dafür zu sorgen, dass rechtliche Grenzen auch eingehalten werden. Welche Maßnahmen würden Sie da konkret bei den Aufsichtsbehörden sehen? Also ich denke, es gibt da mehrere Aspekte. Einmal ist es so, dass die parlamentarische Kontrolle besser gestaltet werden muss. Das heißt, dass die parlamentarischen Kontrollgremien auch in der Lage sein sollten, hier eigenständige Untersuchungen und Prüfungen durchzuführen. Und in dem Zusammenhang denke ich auch daran, dass die Institution eines Geheimdienstbeauftragten, wie sie ja auch schon verschiedentlich von Experten vorgeschlagen wurde, sehr hilfreich sein kann. Zweiter Aspekt ist, dass die verschiedenen Kontrollinstitutionen, also die parlamentarischen Kontrollgremien und der mögliche Geheimdienstbeauftragte und die Datenschutzbehörden besser miteinander zusammenarbeiten sollten, dass die rechtlichen Möglichkeiten und Vorgaben in diesem Bereich sehr viel besser aufeinander abzustimmen sind. Vielen Dank. Ich bedanke mich.